Willkommen in der Verlobungszeit und willkommen bei Schmuck Novak, Ihrem Verlobungs- und Trauringsspezialisten mitten in der Hagener City. Eine Verlobung ohne die passenden Ringe ist für jede Frau etwas Unvorstellbares. Darum beraten wir Sie ganz individuell bei der Auswahl und wir geben Ihnen wertvolle Tipps. Besuchen Sie uns in der Mittelstraße 21 in Hagen und überzeugen Sie sich von unserer Auswahl an ausgewählten Ringen, Schmuckstücken und Uhren. Wir nehmen uns viel Zeit für die persönliche Beratung. Sie finden uns auch im Internet unter www.schmuck-novak.de. Im Rampenlicht steht wieder an, zunächst im Lutz, nachher auf der großen Bühne am Theater Hagen. Und es ist ein Riesenwettbewerb mit verschiedenen Kategorien. Werner Hahn wird uns wahrscheinlich gleich noch einiges dazu sagen können, was viele aber gar nicht wissen, dass im Rampenlicht eigentlich gar keine Sache des Theaters ist. Das kommt von anderen, nämlich beispielsweise vom Lions Club Hagen-Mark, Herr Dieckmann. Ja, wir haben vor knapp 10 Jahren gemeinsam mit Herrn Hahn die Idee entwickelt, Jugendliche stärker kulturell zu beteiligen, ihnen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, ihnen auch zu ermöglichen, dass sie sich darstellen, selbst organisieren können und dass sie natürlich auch über die Aufführung entsprechende Anerkennung bekommen. Und daraus ist die Idee des Rampenlichtes entstanden. Die Idee des Rampenlichtes, ich habe es gerade gesagt, es gibt verschiedene Kategorien. Lions Club Hagen-Mark ist immer bedacht darauf, den Nachwuchs zu fördern und auch gerade das Lutz zu fördern. Hier, es gibt einen Lutz, den schauen wir uns gleich mal an, den es nachher als Preis gibt. Was steckt insgesamt dahinter? Wie muss man sich organisatorisch diese ganze Sache vorstellen? Was steckt dahinter? Denn es kostet ja auch einiges, ne? Der Lions Club Hagen-Mark nutzt seine Kontakte, um Sponsoren zusammenzubringen, die das Grundkonzept fördern. Das sieht dann so aus, wir machen Ausschreibungen, die wir regional verteilen. Also es gehört dieser ganze Ennepe-Ruhr-Kreis dazu, also alle, die eigentlich zum Einzugsgebiet des Theater Hagen dazugehören. Dann werden ganz, ganz gezielt Jugendgruppen aus den Sparten Zirkus, Schauspiel und Tanz angesprochen. Und im März gibt es dann meistens so die Deadline für die Anmeldungen. Dann heißt es, dass die Jugendlichen sich wirklich Konzepte überlegen, diese Konzepte selbst erarbeiten, sich Probenmöglichkeiten suchen, sich über Kostüme und Ausstattung Gedanken machen. Also ein unglaubliches Spektrum, was für die Jugendlichen beginnt. Und für uns beginnt dann dieser Vorlauf, um diesen Wettbewerb in unseren Spielplan einzubauen. Wann können die Jugendlichen hier probieren? Wir haben ja für jede Sparte immer so eine Woche Zeitraum vorgesehen. Es kommt zuerst die Woche, wo es das Schauspiel gibt. Das heißt, das sieht dann so aus, dass die Jugendlichen hier auf der Bühne bei uns probieren können. Dann spielen sie einmal vor der Jury und am Ende dieser Woche dürfen sie dann auf der Bühne des Lutz vor Publikum ihre Programme zeigen. Und im Anschluss daran wird dann erklärt, wer nun der Sieger der einzelnen Sparte ist. Dieses Modell wird für Schauspiel, in der nächsten Woche für Tanz und dann für Zirkus wiederholt. Also da haben wir wirklich drei intensive Wochen. Und dann müssen wir vorbereiten, diese große Gala, die findet im großen Haus auf der Hauptbühne statt. Da machen wir diese ganze künstlerische Betreuung, aber der Lions Club Hagen-Mark ist da auch schon seit Monaten dran, um Freiwillige zu rekrutieren, die dann den Garderobendienst mitmachen, die Buffet mitmachen, um eine möglichst hohe Gewinnspanne zu erzielen. Und der Gewinn, der dann am Abend durch Kartenverkauf, durch diesen Getränke-Essensverkauf entsteht, dieser Gewinn wird dann vom Lions Club Hagen-Mark wieder an das Lutz zurückgeführt. Und so ist ein unglaublicher kultureller Kreislauf entstanden, der aber einen Motor in der Mitte braucht und das sind die Herren da. Das sind die beiden Herren und jetzt muss man nochmal überlegen, wir gehen nochmal zu Herrn Dieckmann. Herr Dieckmann, alles alleine stemmen vom Lions Club Hagen-Mark dürfte ein bisschen schwierig sein, es gibt Sponsoren. Genau. Und von daher möchten wir uns natürlich auch bei den Sponsoren bedanken, ohne die das nicht möglich wäre. Wir loben ja auch Preisgelder aus, die die Jugendlichen bekommen. Und von daher natürlich unseren herzlichen Dank an die Mark E., an die Sparkasse Hagen, an die Werner Richard Dr. Karl Dörken Stiftung und an die Deutsche Bank,
die diesen Wettbewerb unterstützen und natürlich durch ihr finanzielles Engagement es möglich gemacht haben, dass wir diesen Wettbewerb A durchführen können und B wir auch einen entsprechenden Überschuss erwirtschaften können, den wir dann wiederum dem Lutz zur Verfügung stellen. Bleiben wir erstmal nochmal beim Preis. Beim Lutz, den gibt es und dazu gibt es noch ein Preisgeld. Der Lutz ist ein Unikat. Das ist von einer Hagener Künstlerin entworfen worden, genau für den ersten Wettbewerb, und zwar von der Katharina Friedrich. Im Original ist der grau. Dieses Exemplar, das man hier sieht, ist ein persönliches Geschenk des Lions Club Hagen-Mark. Das Lutz, wie wir 10-jährigen Geburtstag gefeiert haben, haben wir den Lutz in der goldenen Ausführung bekommen. Als Preis gibt es ihn in wunderschöner Anthrazitfarbe. Und dann kriegt es natürlich die tollen Preisgelder. Es gibt gestaffelt nach Sparten, aber auch gestaffelt nach Altersgruppen die Preise. Die Jury wird diese Preise vergeben und die sind so beachtlich, dass wenn eine Gruppe sich wirklich anstrengt, dann können die, glaube ich, bis zu 750 Euro Preisgelder mit nach Hause nehmen. Und das ist gerade für seine Gruppe ein tolles, tolles Geld, um einfach wieder weiterzuarbeiten, um sich einmal tolle Ideen zu realisieren. Ich weiß noch, im letzten Jahr war etwas ganz, ganz Tolles, und zwar, da hat eine Ballettgruppe gewonnen und die haben sich damit eine Reise nach Dresden in die Semperoper geleistet, damit sie mal schauen, wie die großen Balletteusen dort tanzen. Trotz der Preisgelder, wir haben es gerade angesprochen, Herr Dickmann hat es auch gesagt, gibt es einen Überschuss. Es ist erstaunlich in der heutigen Theaterarbeit, dass es noch einen Überschuss und keinen Zuschuss gibt. Aber dieser Überschuss, der fließt wiederum in ein anderes Projekt. Ich glaube, jetzt kommt der Schulter auch ins Spiel. Ne? Ja, genau. Wir planen für die nächste Spielzeit wieder ein ganz, ganz außergewöhnliches Theaterprojekt mit Hagener Schulen. Und zwar machen wir uns in der vorösterlichen Zeit dran, so eine Art modernes Passionsspiel auf die Bühnenbretter zu bringen. Aber die Bühnenbretter werden nicht hier im Haus aufgeschlagen, sondern wir werden in dieses unglaublich tolle Fabrikgelände zu Bahnstall Schulte wieder eingeladen werden. Herr Schulte hat zusammen mit seinem Bruder die Türen aufgesperrt, damit wir wieder in eine Halle einziehen können, wo wir schon zweimal gespielt haben. Und dort werden wir der Frage nachgehen, welchen Wert hat für Jugendliche in unserer heutigen Stadt zum Beispiel noch dieser Auferstehungsgedanke des Osterfestes. Also eine ziemlich kritische, sehr, sehr spektakuläre und aufwendige Angelegenheit. An einem besonderen Ort, Herr Schulte, wir erinnern uns noch gerne an das Projekt Zäune, das, ja, man kann sagen, bundesweit eigentlich auch sehr viel Wellen geschlagen hat, was Sie ermöglicht haben mit einer antiken Halle, sagen wir es mal ganz einfach so. Sie sind engagiert beim Lions Club Hagen-Mark, aber ich glaube, die Idee, diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, das Lutz zu unterstützen, ist doch auch wahrscheinlich eher so ein privates Anliegen bei Ihnen. Das geht eigentlich so aus allem heraus. Ja, ich bin heute in der Tat als Vorsitzender, als zukünftiger Vorsitzender des Lions Clubs Hagen-Mark hier. Aber dieses Engagement, welches wir bei uns in unseren Hallen durchführen, kommt aus meiner persönlichen Freundschaft mit Werner zusammen. Und als wir mal irgendwann zusammengesessen haben, haben über einen Teil unserer Gebäude gesprochen, die wir für unsere industrielle Nutzung nicht mehr gebrauchen können, da sind wir auf die Idee gekommen, mein Gott, lass wir doch mal diese alten Hallen, die leer stehen, wieder zu neuem Leben erwachen lassen. Und da kam uns, weil ich auch sehr kulturbezogen bin, haben wir die Idee gehabt, lass wir doch mal Kultur machen und lass wir Kultur für junge Menschen machen. Und das machen wir jetzt zum dritten Mal. Ich freue mich schon auf den nächsten Durchgang. Es ist für mich immer wieder ein herzergreifender Zeitpunkt, wenn ich sehe, dass in diesen Hallen, wo ich selber noch Maschinen habe arbeiten sehen, jetzt auf einmal junge Menschen sehen, die was ganz anderes, viel kreativeres machen, als was wir zu unserer Zeit früher in diesen Hallen gelaufen ist. Wortspielerei, Industriekultur auf eine ganz neue Art. Ja, so kann man sagen. Vielen Dank. Und wir freuen uns. Wir uns auch.